Herzlich willkommen zur Alternative. Und zwar war es ja so, dass Jana hier ein Bändlein bekommen hat von dem Zauberer, der hier das Ganze erschaffen hat. Mochtest du Anna Jetzt Henrietta? lassen wir die Du erstmal machst wohl quatschen. Scherze. Ich habe sie angebetet. Meine süße kleine So. Schwester. So niedlich. Aber als sie mich aus dem Oh. Palast geworfen haben, hat sie nicht mal aus dem Fenster geguckt. Vielleicht wusste sie es nicht. Oder sie konnte nicht. Und Amnestie konnte sie mir auch nicht gewähren, als sie gekrönt wurde? Bitte. Also wir wissen ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass dieser Austausch stattfindet, damit quasi wir auch die Hintergründe besser kennenlernen und so weiter, dass eben dieses Verstehen einsetzt. Was hier einfach wichtig ist, ich möchte hier ein bisschen mehr durchrennen, damit wir nicht nochmal, weil im Grunde genau dasselbe gespielt werden muss, damit wir nicht nochmal Oh, die jedes Häuser der Detail hier drei kleinen mitnehmen und so Schweinchen. viel Zeit verlieren. Du kennst die Geschichte, oder? Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Sieht aus, als hätte der böse So. Wolf die ersten beiden Hütten schon weggepustet. Okay, Jetzt also wir ist nur rennen jetzt noch hier das Schwein eher, oder aus. nein, wir laufen hier Wir bequem sollten durch, reinschauen. aber ich werde jetzt nicht Weißt jede du noch, Sache was Jos mitnehmen. gesagt hat? Goldene Gans zum Beispiel nicht. Eine Bohne liegt im Freien und wird von dreimal niemandem bewacht. Okay. Könnte hinkommen. Eine Geschichte, die ich gerne noch machen würde, ist hier meine Tränke auffüllen. Und jetzt schalten wir auf Art. Ich erzähle nachher weiter. Lass uns erstmal kurz hier ein bisschen Fortschritt für Fortschritt sorgen. Verdammt, das hat Ihnen nicht Komm, gefallen. mach. Komm. Wow. Haben die von hinten hier drauf oder was? Das ist ja unglaublich. Hallo. Zurück geht er nicht wieder oder was? Das ist ja krass. Erstmal eins ist, ne? So. Also, ich hab deutlich bessere Erinnerungen an den ersten Kampf. Vermutlich einfach auch, weil ich da. Ui, was war das denn schönes? Oh, ist schon ein Schwein tot? Ui. Nee. So, ich werde mich mal konzentrieren. Wie lange soll ich noch? Hallo? Wow. Alter. Komm, komm, komm. Hallo. Wow. Diese Mauern gehen mir auch auf das Schwein hier. Alter! Der große böse Hexer hustete und prustete und schau, eine Bohne. Das gibt's doch nicht. Was gibt es nicht? Du hast tatsächlich Humor. Das hatten wir, so seltsam hatten wir das letzte Mal gefragt, immer hat das hier. Etwas kümmerlich, aber doch vorhanden. Du steckst ja voller Überraschungen. Was verbirgst du noch so hinter deiner rauen Fassade? Na, das Ich könnte ich singe dich aber nicht auch schlecht. fragen. Ich kann eine kernige Version von Die Jungfern von Vicovaro. Vielleicht lieber ein andermal. Gut, das hat sich gelohnt, hier nochmal die Alternative zu nehmen. Aber was quatschen wir hier? Es gibt Arbeit. Wir müssen weitersuchen. Ach, und die hat gar keine raue Schale, oder was? Da finde ich aber den Witcher, ehrlich gesagt, etwas besser. So, Gefällt es dir hier? Nein, ich mag Magie nicht.
Illusionen, Portale, all das. Ich traue solchen Sachen nicht. Ein Mann der alten Schule, was? Gefällt mir. So, was ist jetzt näher? Hallo? So, was ist jetzt näher? Zauberbohne? Hallo? Erschrickst du dich vor dem oder was? Ist ja krass. Eins mache ich noch, weil ich das letzte Mal, glaube ich, nicht gemacht habe. Eine Sache. Ich möchte gerne hier in dieses Haus schauen. Und schauen, ob es da irgendwas gibt. Das erste aus Stroh, das zweite aus Holz und das dritte aus Stein. So was, ne? Ich glaube, die hatte ich reingeguckt, aber bin auch noch mal kurz. Ja, nee, bringt nichts. Okay, passt. Gut. Wie weit ist es denn? Zauberbohnen. Zinnsteine. 140. Naja, gut, komm, da können wir rennen. Ehe wir da jetzt hier erst wieder das Pferd und so weiter. Wie ist es da? Upsa, siehst du aus Versehen. Vorsicht, Kobolde! Oh, Mann. Wow. 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 Wow, jetzt muss ich aber erst ein bisschen aufpassen. Wow. Fuck. Alter. Haben die Säcke doch tatsächlich hier... So. Guck an. Ja, das muss man ein kleines bisschen üben, wenn man da reingeht. Ah, da ist wieder der Flötenspieler. Das muss man ein kleines bisschen üben, in so einen Haufen reinzugehen, weil man ja gleichzeitig von hinten und vorne decken muss. Und wenn du das nicht so richtig mehr drauf hast, ich habe jetzt... Gestern habe ich zwar das andere gespielt, die andere Alternative, aber da habe ich auch schon gemerkt, oh je. Guck mal, wollen wir den wieder umlegen, den Kater, wie letztens? Nein, warum natürlich nicht. Und hier dürfen wir natürlich nicht das Band jetzt nehmen. Weil, das hatte ich da letztens schon erzählt, oder angefangen zu erzählen, als wir hier angefangen haben. Ich habe Zündsteine verkauft. Aber die wollte keiner haben. Da habe ich umgesattelt. Ich jetzt überlege, ob wir es kürzen, was aber... Macht. Was wollt ihr denn haben, meine Lieben? Zauberbohnen. Hast du welche? Wenn ich es noch nicht aufgezählt habe, dann habe ich es nicht, meine Spatzen. Aber vielleicht mögt ihr... Hey, woher hast du das Band? Das ist meins. Ach was? Warum lag es dann in den Büschen? Was man findet, darf man behalten, Süße. Wir sind mal voll der Arsch. Es tut mir das so leid. Band. Verrätst du mir, was es damit auf sich hat? Da gibt es nicht viel zu verraten. Ich habe es von Artorius Vigo bekommen, als ich noch klein war, um mich vor dem Bösen zu schützen. Hat wohl nicht funktioniert, wenn ich mir ansehe, was aus mir geworden ist. Aber es bedeutet dir was. Wie soll ich sagen? Ich habe nicht viele Andenken an meine Kindheit. Oh Gott, das ist so... Und das Band erinnert mich an alte Zeiten. Als ich noch jemand anders war. Oh Gott, meine Lieben, würde es euch viel ausmachen, diese rührende Szene anderswo fortzusetzen? Ihr verkraut mir die Kunden. Was für ein Gär. Und was sind wir für ein Arsch? Wir verschwenden hier nur Zeit, Sianna. Gehen wir. Ich weiß nicht, das ist, das geht mir gegen den Strich, ehrlich. Und da ist jetzt die Gänse-Quest, die wir natürlich jetzt nicht mehr nehmen. Und wir müssen jetzt rüber zu Rapunzel und die ist natürlich im Turm, ist völlig klar. Ist das hier der Turm von Rapunzel? So ist es. Er ist noch höher als in meiner Erinnerung. Warte, weißt du noch, was Jost zur dritten Bohne gesagt hat?
Die hat ein glatzköpfiger Bauersknecht irgendwo tief in der Erde. Ja, das muss es sein. Gehen wir. Hier könnte ich mich raufziehen. Dann muss ich springen. Wenn du meinst. Ich warte hier unten, wenn es dir recht ist. Bin nicht gerade ein Kletterkünstler. Ich mache jetzt hier mal etwas vorsichtiger, sonst segeln vielleicht auch noch ein bisschen ab. So. Ich meine, wir wissen, wir alle, warte mal, wir werden diesen mal tun. Wir wissen alle, wie schnell es hier auch mal abgehen kann. Und wie gesagt, das ist hier, der Geralt macht mal einen Schritt, rutscht auch weiter und so. Also du kannst den manchmal nicht hundertprozentig steuern. Und ja, insofern, wenn es so windige Geschichten sind hier, gehe ich doch dann lieber auf Nummer sicher. Oh, so was meine ich. Kommst? Hallo? Würdest du bitte? Bist du bescheuert? Das ist sowas, will mir auch manchmal nicht in den Kopf, weil ich genau dieselbe Bewegung. Okay. Das hat beim ersten Mal auch, glaube ich, nahtloser geklappt. Gut. So, jetzt müssen wir hier hoch. Okay. Jetzt hoffe ich, dass unsere Allerliebste hier drin nicht festfriert. Wir machen schon mal den Erden. Ach, das ist ja noch einer. Ja, stimmt. Halt, bricht hier noch was? Nein, bricht hier nichts mehr. So, okay. Also, dann brauchen wir nicht so viel laden, falls irgendwas schief geht. Und jetzt gucken wir mal. Wow. Wow. Still. Wow. Was war das denn? Ach, jetzt holt sie wieder ihre Viecher hier, ne? Komm schon. Wow. Hallo? Ey, Alter. Was machst du hier, ey? Oh Mann, ich will doch immer... Hallo? Mal das Ganze. Hallo? Na komm schon. Wow. Hallo? 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 Würdest du mal bitte? Dankeschön. Alter. Nein. Gut. Thank you. Sie hat sich an ihrem Haar erhängt. Schade, dass es keinen Abschiedsbrief oder sowas gibt. Komm, das wollen wir jetzt. Das ist ja gleich nebenan. Genau. Vor allem, wie lange eine Leiche so hängen kann, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Gelbe Bohne.
Hätte mich geärgert, wenn die Ketterei umsonst gewesen wäre. Teures Spielzeug. Damit haben wir alles gelootet, außer der Tisch, der da immer sich selber deckt. Kann man den Tisch mitnehmen? Ich würde gerne den Tisch mitnehmen. Aber der ist ja eh nur Illusion, also insofern. Was soll's? Hilft uns nicht weiter. In unserem schönen Corvo Bianco. Gut, hier raus. Ja, hier raus. Und Vorsicht. So, und der Abstieg ist ja immer praktisch noch gefährlicher als der Aufstieg, glaube ich. Da lass uns doch einfach mal... Wie war denn das? Okay. Man sieht hier etwas schlecht, aber ich habe es noch im Augenwinkel unten gesehen. So, und den können wir dann runterspringen. Das ist kein Thema. Gut, so. Also, wir gehen jetzt auch ein bisschen... Okay. Und zack. Und Chaco. Alter, sowas meine ich. Sowas meine ich. Huh. Hier und... Ah, oh Mann. Deswegen lieber langsam. Lieber langsam. Langsam. Ein toter Prinz hat versucht, Rapunzel zu befreien, ist abgestürzt und hat sich den Hals gebrochen. Hat der graue Haare schon, oder was? Krass. Okay. Gut. Asche. Jo, das ist schon mal schön. Mach's gut, lieber Ritter, der da unten liegt, für immer und ewig. Wir raschen hier etwas heute schneller durch als das letzte Mal. Die Bohne habe ich, aber Rapunzel, offenbar war sie es leid, auf den Prinzen in strahlender Rüstung zu warten. Die hätte nur mal runterkommen müssen. Wer könnte ihr das vorwerfen? Männer heutzutage. Nee. Alle Gecken und Stutzer. Deswegen hast du dir einen Vampir geangelt? Detlef war ein Werkzeug und sonst nichts. Und deswegen. Wie schade, dass er das nicht wusste. Genau. Ich vertraue niemandem. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Ja, aber das hat, ehrlich, das regt mich auf, sowas. Er war ein Werkzeug, ich kann andere wie Scheiße behandeln, weil es mir mal schlecht ergangen ist. Das ist voll, also kannst du voll vergessen. Vor, ihn zu benutzen? Nein, am Anfang war ich einfach neugierig. Kennst du die Geschichte? Es war vor ein paar Jahren in Metina. Ich war dort, um etwas Beute an einen Hehler zu verkaufen. Gerade handelten wir den Preis aus, da kam Detlef rein. Sagte, er hätte einen silbernen Kerzenleuchter zu verkaufen. Den hatte er mit einem Stück Stoff gepackt. Das fiel mir auf. Ich folgte ihm, mit gehörigem Abstand. Aber das merkte er bald. Kein Wunder bei seinen Sinnen. Er ging in eine Sackgasse. Ich hinterher. Da sprang er hinter einer Kiste hervor und fletschte die Zähne. Er wollte mir wohl Angst einjagen. Das schaffte er aber nicht. Schließlich bin ich auch ein Monster, nicht wahr? Große Monster und kleine Monster unterscheiden sich schon noch ein bisschen, wenn du es schon so sehen willst. Und dann? Wir haben geredet und uns dann ein paar Mal verabredet. Zum Vergucken hat's ihm gereicht. Zuerst habe ich es wirklich genossen. Aber dann habe ich festgestellt, dass er nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Tier liebte. Wild, tief, schrankenlos. Sowas ist nicht leicht zu erwidern. Erst doch recht nicht, wenn man so kaputt ist wie ich. Also bist du einfach irgendwann verschwunden. Ja, es gab keine andere Wahl. Lass uns Freunde bleiben oder ich verdiene dich nicht. Das hätte er nie verstanden. Aber als ich beschloss, zurückzukehren und einige alte Angelegenheiten zu bereinigen, fiel er mir wieder ein. Und dass er noch nützlich sein konnte. Ein Spiel mit dem Feuer. Und ob. Entweder verbrennen oder verbrennen lassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich weiß nicht, dieses Null- oder Eins-Denken. Du hast eine Vergangenheit mit Detlef, die das Treffen beeinflusst. Fürchtest du dich nicht? Ich komme mit ihm zurecht. Da bist du sicher? Du als Hexer siehst das Monster in ihm. Ich weiß, wie er wirklich ist. Keine Sorge. Naja, ich weiß nicht, du. Es ist Zeit zu gehen.
Noch ein bisschen Arbeit, da nichts wie weg aus dieser verfluchten Märchenwelt. Also, mal ganz kurz, oh, das ist schon eine geile Welt. Erstmal muss ich wir das müssen sie noch am loswerden. Pfad bei Rapunzels Turm Weil platzen. Du hast hier so und wenig uns auf Zeit, den Riesen gefasst machen. Ja, und laber noch weiter. Wir wissen, da vorne an der Ecke kommen schon wieder die nächsten Kobolde, deswegen will ich mal kurz was loswerden. Also, ehrlich, jemanden anderen zu benutzen, ist überhaupt vollkommen inakzeptabel. Da geht mir sowas von die Hutkrempe hoch. Und sie wusste genau, was sie tut. Und das ist mit Vorsatz sozusagen in der Stadt angezündet. Also, sie wusste natürlich nicht eins zu eins, was Detlaff machen würde, aber sie wusste, dass die Konsequenzen schrecklich sein können. Und mit das Spiel mit dem Feuer verbrennen oder verbrennen lassen, da ist sie rücksichtslos gegenüber anderen. Und ehrlich, als Nachkomme von einer Herrscherfamilie, auch wenn die scheiße behandelt worden ist, wenn die wirklich schlecht behandelt worden ist, ich lasse mal das Kraftwort hier raus, wenn die schlecht behandelt worden ist, gibt ihr das nicht das Recht, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Ich weiß, es ist Unrecht passiert, aber ich störe mich an diesem, ich bin ein Monster, weil die anderen mich dafür erklärt haben und ich kann jetzt sozusagen, ich habe einen Freibrief bekommen, weil alle so schrecklich sind, muss ich noch schrecklicher sein und das regt mich einfach auf. Und da muss ich sagen, diese Rücksichtslosigkeit, sie braucht sich nicht wundern, wenn sie dann an andere trifft, auf andere trifft, die dann genauso brutal antworten. Also damals ist definitiv Unrecht passiert und das wissen wir jetzt und das war nicht haltbar. Aber was hier läuft und was gelaufen ist schon aus Syannas Seite her, ich muss sagen, ich würde gern einmal die Methode haben. Na, wie lange soll ich noch? Wow. So, das war dann doch noch ziemlich heftig hier. Zeit zu sterben. Also ich werde vielleicht doch auch mal diese Kampf, irgendein Tutorial oder so machen zu diesen Kampfsachen. Das ist schon, wenn man das eine Weile geübt hat. Boah, was ist denn jetzt da noch? Das sind noch mehr. Wow. Weg. Wow. Hat uns wieder mal das Ding den Arsch gerettet hier, der Perk oder was? Wisse, ich hau jetzt einfach rein, damit wir ja, hier das zu Ende bringen. Her mit den Bohnen. Was machen die da hinten noch? So, her mit dem Boden. Her mit der Bohne, oder was? Waffenreparaturset? Was haben wir denn? 40er? Jetzt muss ja schon... Oh, 50. Okay. Das ist dann 90. Dann kriegst du noch eins. So, und dann kriegst du was? 47, 89, 79, 84. Was haben wir denn da noch Schönes? 90%. Siehste. Dann geht das doch genau auf.
Verdammt. Was haben wir dem da draufgehauen? In 40er, ne? Ja, komm, was soll der Geiz? Okay. Gut. Also es kommt mir ehrlich nicht drauf an, dass wir jetzt hier wunderschön kämpfen. Aber ich werde mal so ein Tutorial einstellen, auch um mich mal noch zu erinnern, wenn es dann doch hoffentlich irgendwann mal den nächsten Witcher gibt. Wie diese Kampf, was man alles so Schönes beim Kampf beachten kann und so weiter. Also das Hin- und Herwiegen, nach vorn, nach hinten, Gegner vom Leib halten und einen Kampfraum einrichten, den du dann quasi so schön breit Warum? Gestaltest. Die Bohnenranke wächst schnell, sehr schnell. Wir müssen vorsichtig sein. Gut, wirf sie rein! Krass, schön, dass sie in Deckung ist, ey. Muss da nicht noch Erde drüber? Es ist immer krass, dass solche Frauen auch ihre Männer losschicken, ne? Und dann hier mach mal. Und dann, wenn es ein Erfolg war, ja, das haben wir gemacht. Immer geht irgendwas schief. Die Zielgerade. Und puff. Ja, wie gesagt, Zielgerade ist halt relativ. Hatte ich die Tränke hoffentlich wieder aufgedingsbumst, oder? Gut, jetzt kommt der gleich nahtlos, der Schnuppelpupp hier mit dem, der Kampf mit dem Riesen. Ich muss gerade mal überlegen, was wollte der eigentlich gerne? Der wollte gerne Feuer haben, ne? Ist das ein Orkoide? Ich muss mal Öl auflegen. Unglaublich. Warum das Kastell hier aufgesetzt worden ist überhaupt. Da kommt doch eh keiner hin, richtig, ne? Ups. Und wieder wird es nicht vorgelesen von ihr. Her dran. Her dran, jawohl. Mit einer Gärtnerhacke. Und einem Ofentopfhelm. Ach, das ist ja lieb. Das ist so lieb. Ja, was machen wir denn? Wir machen Orkoidenöl drauf, oder? Orkoidenöl. Das haben wir nicht so häufig gebraucht. Orkoide, da ist er. Das haben wir nicht so häufig in der letzten Zeit gebraucht. Kommt er da? Ja, er kommt da. Wow. Verbrenn doch mal. Oh. Ah, gleich nochmal. Wow. Ja, 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 ja. Komm mal her, komm mal her, komm mal her hier, komm. Komm her, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Oh. So. Holla. So, komm her, komm her, komm her, komm her. Das haben wir letztes Mal viel zu wenig genutzt, ne? Okay, oh, und komm. Wow. Haben wir den gerade geblockt, sag mal. Und tschüss.
Oh. Wow. Hat er uns noch mit dem letzten Ding einen verpasst? Unglaublich. Sehr unglaublich. Für eine Märchenkreatur war das ein ziemlich zäher Mistkerl. Ich hab's doch gesagt. Ah, jetzt kommen wir nochmal zur romantischen Option. Ich hab nur nicht mit diesem Ausmaß gerechnet. Ich glaube langsam, du hast das absichtlich getan. Und wieso sollte ich das tun? Um deinen Aufpasser loszuwerden. Wir kommen dem Ausgang immer näher. Offenbar brauchst du mich nicht mehr. Tja, da liegst du falsch. Ich brauche dich nach wie vor. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Um dich hier rauszubringen. Los, komm. Warte. Das meinte ich nicht. Ich brauche dich für etwas Unkomplizierteres und weitaus Angenehmeres. Jetzt starr mich nicht so an. Ich brauche einen Mann, Geralt. Und ich stehe dazu. Ich weiß nicht, was mich jenseits dieses Ortes erwartet. Sieh es als letzten Wunsch. Wie gesagt, sehr attraktive Frau an sich mit ihren Ecken und Kanten. Gefällt mir eigentlich alles sehr gut, wenn sie mal nicht ganz so, wie soll ich sagen, immer so maskenartig handeln würde. Aber wir haben unsere Zauberin. Ein andermal vielleicht, an einem anderen Ort. Nichts für ungut. Nein, nein. Das war klar, deutlich und ehrlich. Alles in Ordnung. Angepisst. Na gut, ja, wer gesagt, jeder. Das hatte ich, glaube ich, schon bei der anderen Alternative gesagt, als ich sie zurückgewiesen habe. Los, komm. Hier geht's zum Ausgang. Wir lassen auch jetzt das Schwert unten stecken und allem drum und dran. Also ehrlich, ich will das jetzt gar nicht alles haben und hin und her. Dieses ganze Agglomerieren. Ich weiß, eigentlich ist es ja meine... Aber da drüber? Ja, man kann über den drüber. Über den Kadaver. Ich glaube, es will uns was zeigen. Ja, ich weiß, aber. Den kann man nicht trauen. Wir haben das letzte Mal ja schon ein Irrlicht gehabt, was sehr gut geholfen hat. Oh, warte mal. Halt, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen hier mal bitte eine Maske jetzt, dass ich gleich erkenne. Und hoffentlich erkenne, dass wir hier Alternative spielen. Das habe ich vorhin vergessen. Und zwar jetzt machen wir mal die Hasemaske. Sehr schön. Gut. Okay. Das war mein Recht. Sie standen mir zu. Wir wären nicht auf dich gekommen, wenn du nicht versucht hättest, sie zu kriegen. Das weißt du, oder? Ja, aber ich bereue nichts. Man lebt nur einmal. Hier, wir müssen nur in den Brunnen springen. Gut. Du zuerst. Okay. Also ich kann mir nicht helfen. die Mandragora-Maske hat mit der Rüstung gut konveniert und die Hasenmaske hier ist auch nicht, also passt nicht hundertprozentig dazu, aber auf der anderen Seite doch wieder. Witzig. Ist ja echt witzig. Ja. Ist ja gleich vorbei. Geralt, ne? So. Gut, dann erstmal vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir haben das vorbereitet und dann das nächste Mal geht's los. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit dem Detlef dann wird. Müssen wir kämpfen? Was wird passieren? Und so weiter und so fort. Werden wir alles sehen. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.